zur Entourage hier gehört natürlich auch das Pfarrhaus. Es ist ein typisch bernisches Pfarrhaus und ist 1776 entstanden. Plan dazu hat der Niklaus Sprüngli, Stadtarchitekt von Bern, gemacht. Es ist ein Stehbau, und zwar gemacht mit Burgsteinen von der Ruine Erlenbach, wo wir dann nachher den Standort sehen. Es ist ein fünfachsiger Bau mit einer angebauten Laube aus Fachwerk und hat ein schön geknicktes Walmdach. Wenn wir ein bisschen weiter links schauen, dann kommen wir zu der Frontschür, die natürlich auch dazugehört. Die Schür ist wahrscheinlich abgebrannt 1893, ist ein Jahr später neu aufgebaut worden. Die Frontschür ist umgebaut worden vor ein paar Jahren und wird jetzt genutzt als Kirchgemeindehaus für einen Jugendunterricht und einen grösseren Saal, wo man auch ein bisschen grössere Events durchführen kann. Jetzt haben wir hier einen kurzen Blick auf den Pfrundhubel. Das ist der Standort der ehemaligen Doppelburg, der grössten offenbar, die es im Simmental hat gegeben. Und da haben die Freiherren von Erlenbach hier gehauset. Und ihr Geschlecht ist nachher im 14. Jahrhundert zugrunde gegangen. Heute ist an diesem Standort die sogenannte Tomatenburg, es ist die Bildungsstätte von Primar- und Realschule. Ich möchte euch zum Schluss von der Umgebung noch ein Bild zeigen. Es ist ein Stich von Samuel Weibel. Er hat einen Regierungsauftrag bekommen, um 1830 sämtliche bernische Kirchen und Pfarrhäuser in Kupferstich zu stechen. Und hier wäre der Stich von Erlenbach. Und jetzt wenden wir uns der Westwand zu. Jetzt sind wir hier im sogenannten Kirchschopf angelangt. Das ist jetzt die Westseite, die Westwand der Kirche. Was noch interessant ist, ist die Besetzung hier. Die ist nämlich aus dem 18. Jahrhundert. Und die Überdachung hier von dem Vorraum stammt auch aus dieser Zeit. Hier möchte ich euch zwei berühmte Erlenbacher vorstellen. Und vielleicht noch einen dritten, der ein bisschen weniger berühmt ist. Und ich fange gerade an hier mit dieser Gedenktafel von Peter Kunz vom Erlenbach, Reformator des Sieben. Tals. Wie die Tafel sieht, es war ein hiesiger Mann. Er konnte studieren im Kloster Zinterlaken, hatte aber auch einen Bezug zum Luther und hat hier mit lutherischen Kollegen korrespondiert. Hier hat er sich von Interlaken zurückversetzen in seine Heimatort. Und hat nachher innerhalb von einer relativ kurzen Zeit das ganze Tal reformiert. Und interessant ist noch, dass hier das Kirchspiel von Erlenbach das einzige ist vom ganzen Oberland, das sich zu dem Glauben hat bekennt. Die anderen sind alle gezwungen worden dazu. Das heisst also, er hat offenbar ein grosses Charisma gehabt und auch einen guten Helfer in einem Co-Reformator von Oberwil, einem Moritz Meister, der auch schon etwa 10 Jahre vor der Reformation auf Deutsch getauft hat, was natürlich streng ist verboten war. Der Kunz hier hat gewohnt im Vorläufer von dem schönen Pfarrhaus heute, und zwar mit Frau und Kind damals schon, was sicher eine Sünde war, aber die Leute von hier haben ihn nicht verraten und somit war es eigentlich nie ein Thema gewesen. Wir haben von ihm auch noch einen Brief, wo er sich auch ein bisschen dem Zwingli nähert. Er war aber mehr Lutheraner gewesen
Und es ist eben noch verwunderlich, dass er später, nach der Reformation, mit seiner Art vom Glauben als Berner Münster ist gewählt worden. Und das wäre nachher 10 Jahre später nicht mehr möglich gewesen, weil dort alles zwinglistisch war. Was kann man noch über ihn sagen? Er ist, mit dem Berchtold Haller von Bern ist er an die Badener Disputaz gegangen und hat dort offenbar auf Dr. Eck, der in Luzern das Sagen hatte, der auch die Badener Disputation hat geführt, einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Er hat ihn so beschrieben, als sehr vitaler Typ, der sogar auf einem Tisch ist gestanden und stark gestikuliert hat. Und hat man nachher in seinem Kirchenguts Kalender hat er erwähnt als radikaler Typ. Was zu sagen ist zu ihm noch? Er hat ja die Reformation durchgeführt und ist in dem Moment auch verantwortlich gewesen, für die Fresken zuzudecken. Und man könnte fast sagen, heute, er ist vielleicht auch der Retter gewesen, dass wir heute die Fresken überhaupt noch anschauen können. Weil er ist nicht ein Ikonoklast gewesen, der, ist vorgegangen, wie zu Bern zum Beispiel, also, wo man alles hat kaputt gemacht, wo alle diese Skulpturen hat fortgeheilt, die heiligen Bilder vernichtet, sondern er hat einfach sehr schonungsvoll mit gewöhnlicher Weise wahrscheinlich die Fresken überdecken. Zusätzlich verdanken wir ihm noch eine wichtige Bergtourbeschreibung, eine von den ersten in der Schweiz, nämlich aufs Stockhorn, auf unseren Hausberg. Da ist er, wo er in Bern war, an der Hohen Schule, damals war es noch keine Universität, hat er einen Kollegen gehabt, einen philosophischen Richtigen, Relikanos, ist also von Relikon gekommen, ursprünglich. Und mit dem und noch etwa 5-6 Vibes aus dem Tal und von Bern hat er Kuhns Bergbestimmung gemacht auf das Stockhorn. Und dann sind sie alle miteinander gegangen. Und das Interessante daran ist, dass nachher der Relikanus in seinem Bericht darüber, es sind übrigens 145 Verse, Hexameter, und zwar in latinischer Sprache, ganz nach Art von der Renaissance, wo er zurückgreift auf griechische Elemente, beschreibt er den Aufstieg, und zwar sind sie dauernd am Picknicken. Es wird Gems getrocknet oder geröcherte Gems auspackt und gegessen, bis sie da oben sind. Und dort haben die bekannten Leute angefangen, Steine zu trölen. Und zwar genau auf die Liegenschaft, die vielleicht 400 Meter darunter der Familie Kunz hat gehört. Und dann hat er müssen sagen, hört, meine Herren, wird recht so gut sein, aufhören, Steine nachher zu schiessen. Das ganze Gedicht ist übersetzt worden aufs Deutsch, wird nachher rausgegeben worden im Ott Verlag von Thun. Das kann man also beziehen, also ist wirklich sehr interessant. Der Kunz ist nachher im 1544 gestorben, hat aber eine grosse Aufgabe zu erledigen gehabt, denn im 36 wird ja das ganze Wattland bernisch. Das hat für ihn bedeutet, dass er die Reformation ein bisschen von weitem natürlich hat geholfen durchziehen im Wattland. Und das hat ihn sicher auch ganz viel gebraucht und ist er engagiert gewesen dran. Das wäre somit ein kleiner Nebenzweig, der aber doch interessant ist für das Tal. Jetzt kommen wir zum zweiten Erlenbacher, der wichtig ist. Aber das ist nicht der Mann, der hier dargestellt wird, sondern es ist der, der ihn gemahlen hat. Und zwar nach 1421. Die Darstellung ist der Christophorus, eine wichtige heilige Figur mit seiner Legende aus dem 6. Jahrhundert schon, wo aber nachher durch die Agenda Aurea wieder belebt wird im 13. Jahrhundert und kommt nachher überall im Oberland, man kann sagen 16 Mal, ist er vorhanden, zum Teil in den Kirchen zweifach, mal aussen, mal innen, wie hier in Erlenbach. Und er war eine zentrale Figur gewesen,
weil die Leute haben Angst hatten, zu sterben, ohne die Absolution, also die letzte Ölung zu bekommen zu haben, wo der Heilige hat das geholfen, vermeiden. Warum das im Oberland das so häufig vorkommt, ist klar. Wir waren schon dann in einer Gefahrenzone gewesen. Also, das waren Lawinen gewesen, das waren Niedergänge gewesen von Steinen und so weiter. Und man hat da so gefährlich gelebt. Und heute hat er ja gäng noch, Funktion vom, auch für die Autofahrer oder für die Reisenden allgemein, auch wenn sie nicht katholisch sind, hängen da vielen Auto am Spiegel, die kleine Figur von Christophorus. Er ist natürlich von der Aussage her der Christusträger. Und das bedeutet im Grunde noch auch werden selbst Christusträger. Und man sieht ja den ganz kleinen Jesus, wo der Jesus achtdrückt, weil er über einen Fluss geht. Was ja wunderschöne Darstellung, wenn er da unten schaut, mit Fischen da unter den zwischen den Wehen hin und her gehen. Wenn wir ein bisschen weiter ruhig schauen, dann sehen wir die sogenannte Metamorphose. Das heisst, der Heilige hatte einen Stab gehabt, für sich abzustützen. Und auf das Mal wird eben der zu einem Baum. Und das, wir sehen ja da ganz deutlich, oben ist die Baumkrone und der Stamm ist bereits vom Stecken eben zu einem gewundenen Baumstamm geworden. Jetzt kann man etwas sagen bereits über den Maler, der das gemacht hat. Wir sind nämlich in der Zeit vom weichen Stil. Das heisst, über 200 Jahre hat man in Europa so gemalt. Es ist quasi eine EU-Malerei und bezieht sich auf Europa. Die Italiener haben den schönsten Namen dafür. Es heisst einfach Gotico Internationale. Was dann eben international war, war Europa. Und das ist eine Art eine Malerei. Sie ist so ein bisschen Schatterrissartig. Sie hat am Anfang jedenfalls noch keinen Hintergrund. Also sie kennen Veduten, Landschaften, Burgen und so weiter dahinter, sondern nur einfach eine Farbe. Also hier ist jetzt das Rot. Nachher die Art von der Malerei. Hier sieht man typisch, dass es etwas Französisches muss sein. Also das sind Figuren, die gewisse Eleganz ausdrücken. Wir sehen eine ganz deutliche S-Form drinnen. Es hat konkave, konvexe Formen. Und sie stehen auch nicht ganz gut am Boden. Sie sind ganz leicht schwebend. Dem sieht man später ein bisschen manieriert, ein bisschen übertrieben. Und weil der Meister schon nie vorkommt in der Schweiz, hat man ihm von Kunstgeschichte her einen Notnamen geben. Jetzt heisst er einfach der Meister von Erlenbach. Oder? Und die Faktur, wie man hat gemalt hat, wollte ich hier vielleicht auch noch kurz sagen. Es ist nämlich so, dass man diesen Bildern nicht Fresken sieht, sondern einfach Bilder sind, weil sie sind al secco. Also, auf leicht befeuchteten Untergrund, auf einen Verputz direkt gemalt worden. Und zwar mit bunten Farben, durch Naturfarben, durch Casein und Kalk. Und die Fixierung ist demnach nicht so gross, nicht so gut, wie man mit Öl bindet. Darum sind auch die Malereien viel mehr gefährdet, als etwa in der Sixtina, Michelangelo-Szene gefährdet sind. Die Bilder, wo man jetzt in der Kirche sieht, haben die damaligen Leute knapp 100 Jahre gesehen. Und nachher ist die Reformation gekommen, wie ich schon erwähnt habe. Sie sind überdünkt worden. Und 400 Jahre lang war weiss gewesen. Und umso erstaunlicher ist, dass nachher um 1900 man bei einer Mauerkorrektur innen hat, ein Maurer ist zum Pfarrer gegangen und hat gesagt, hört, Herr Pfarrer, da kommt ein Bäueckel vor. Ein Bäueckel, das ist so, in unserer Sprache ein Hampelmann. Und hat das ein Präsident gesehen vor der Kirche, und der hat gesagt, sofort überdünken. Und das ist ja lustig, wenn man denkt, dass nachher
die der ganze Kirchgemeinderat auf Sahnen ist gegangen und dort bereits die schönen Bilder hat gesehen, die eben 10 Jahre oder 15 Jahre vorher schon wieder vorgekommen. Dann hat man dann gefunden, wohl, man will das probieren. Und somit fällt die erste Restaurierung auf 30er Jahre und die zweite auf die 60er Jahre. Jetzt habe ich noch den dritten Erlenbacher versprochen. Er ist zwar nicht so ein wichtiger, hat keinen Bezug zu der Kirche, aber immerhin, es ist der Begründer von den Amischen, also von den amerikanischen Mennoniten. Der Jakob Ammann ist hier in Erlenbach aufgewachsen, hat nachher eigentlich den Orden, wenn man will sagen, gegründet, ist aber selber nie zu Amerika gsi. Wir haben fast jedes Jahr Amische hier, die in die Kirche kommen und doch sehen, wo eben ihre Begründer gewohnt hat und aufgewachsen ist. Nach diesen Einführungen habe ich jetzt hoffentlich lustig gemacht, auf den Innenraum anzuschauen mit diesen Malereien, wo bitte ich gerade mir in die Kirche zu folgen.